So, weiter. Ich bin schon mal zur stillen Ebene geflogen. Dann können wir uns das sparen, hier hinzufliehen. Ja, ich will ein Schokobo reiten. Schön, dass der inzwischen hier vorne steht. Normal stand er immer hinten links in seiner Ecke da, ganz allein. Aber, ja, passt mir. So, wir laufen zur Monsterfarm und holen uns die Marke von Oren ab. Oder für Oren, nicht von Oren. Wenn Oren es schon hätte, bräuchten wir sie nicht abholen. Wir könnten jetzt auch die Monster gegen die antreten, aber das unterlasse ich erstmal. Yay, Saturn-Siegel erhalten. Jetzt kriegen wir auch haufenweise Belohnungen. So, nichts, ja. Ich habe jetzt keinen Bock, hier alle Belohnungen abzuholen, das muss nicht sein. Das mache ich, kann ich irgendwann anders noch machen. Ich habe gerade nur den Spiegel bekommen, das war schön. Und jetzt reiten wir runter zum Makalanya-Wald. Wobei, dauert eh länger. Fliegen wir mit dem Flugschiff hin. Ja, da scheiße ich auf die Ozonschicht, da fliehen wir mit dem Flugzeug hin. Flugschiff, ist dasselbe. Zum Flugschiff, bitte. Und jetzt kommt gleich der große Moment, auf den ich mich schon seit langem freue. Yay, bring uns doch mal bitte oder zum Makalanya-Wald. Wenn du ihn findest, Makalanya. Oh, immer in dieser scheiß hier Frostgebiet, anstatt direkt in den Wald rein. Nee, 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 nee. Ja, lauf mal schön, du faule Sau, genau. Ja, ja, ich muss immer laufen. Ja, und dann noch das hier, genau, ja. Aber jetzt ist der Panzer hier, ne? Jetzt bist du hier, du dumme Sau. Und ein Hinterhalt auch noch. Ja, ja, komm. Eisra. Yay. Und, ja, ja, komm. Haust du rein. Und jetzt müssen wir an den... Ne, da... verdammt, wie komme ich denn jetzt an den Anfang von dem Wald? Wo geht's denn hier lang? Ich möchte gerne an den Anfang vom Wald und nicht hier irgendwo... Ah, perfekt. Genau das wollte ich. Gut, dass das Spiel immer weiß, was ich meine, wenn ich selbst nicht mal weiß, was ich meine. Das ist herrlich. Das finde ich top. So, und willkommen, yay! Großes, rundes Baumdingens. Hier hast du meine Waffen, mach was draus. Lege diese Waffen des Solaris vor. Ja, da haben wir eine Menge. Titus. Solarmarke verwenden, yay! Okay, das wird jetzt ein bisschen langwierig. Ich hätte nicht alle auf einmal, das könnte jetzt ein Stündchen dauern. Yay! Erste Stärkung des Schwerts. Die Waffe ist nun stärker. Großartig. Kann ich nicht alle auf einmal hinlegen und du machst hier was? Massenproduktion? Verdammt. Lege die Waffen Titus, Solar-Siegel verwenden, jawohl. Und somit haben wir gleich die erste Waffe komplettiert. Die Waffe hat die maximale Stärke erreicht. So, gucken wir uns die gerade mal an, weil sie so wunderschön ist. Obwohl, ne, andere vorlegen, ja. Oren kommt nächstes. Von dem haben wir die Waffe auch komplett. Bling! Die Waffe ist nun stärker. Yay!
Wer hätte es gedacht? Oh, es ist nicht normal, ist das zu glauben? Ist denn das zu glauben? Oh Mann. So. Irgendwann schmeiß ich's einfach aus dem Fenster raus, so richtig schön mit Volldampf. Das geht mir so tierisch auf den Nerv, das glaubst du gar nicht. Ja. So, Kimari. Vorlegen, yo. Kimaris Waffe haben wir auch vollständig, glaube ich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ja. Müsste vollständig sein. Die Waffe ist nun stärker, ja. Und jetzt müsste es eigentlich nochmal gehen. Ja. Perfekt, jetzt haben wir schon drei fertige Waffen. An der Zahl, drei. Hat die maximale Stärke erreicht, jawohl. Und jetzt können wir noch Rikus. Ne, Rikus habe ich erst eins, aber das machen wir trotzdem schon mal, damit ich später nicht so lange brauche. Yuna können wir auch verstärken, die Waffe. Leider nur einmal, weil wir für das zweite Teil ihrer Waffe, oder den zweiten Teil ihrer Waffe, die Siegel oder das Marke oder was auch immer brauchen. Aber die kriegen wir erst, wenn wir alle Bestia haben. Und weil ich den am Anfang im ersten Tempel das versaut habe, werden wir nie alle Bestia haben. Und deswegen wird auch Yunas Waffe nie komplett sein. Das ist sehr dramatisch, aber ich werde es überleben. So, Lulus, Lord Zwiebel, der sieht auch geil aus. Ja, meine Lieblings-Superwaffen. Leider kriege ich den zweiten Teil für ihre Superwaffe erst, wenn ich 200 Blitzen ausgewichen bin. Und das mache ich irgendwann, wenn ich so knülle bin, dass ich eh nichts mehr merke. Sonst bin ich nicht so schmerzfrei, also das geht nicht. 200 Blitzen ausweichen, das ist total ätzend nervig. So, und Rikus haben wir noch. Walkers Waffe haben wir leider nicht. Wir haben nur einen Teil für seine Waffe, für die Verstärkung. Das ist auch einzigartig, die hebt die Hand. Wir haben leider Walkers Waffe nicht, weil wir dafür Blitzball spielen müssen. Bei Walker basiert alles von seiner Waffe auf Blitzball. Und das, ja, mal sehen, ob ich das irgendwann nochmal mache, aber momentan keine Lust drauf. So, das war's. Fertig. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Titus. Fangen brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr. Wo ist es denn? Ultima-Schwert. Hier. Hit-Expander, Triple-Ekstase, Ausweichkonter und Zauberkonter. Ist das eine Waffe oder was? Ist das eine Waffe? Das ist doch eine Waffe. Aber das ist auf jeden Fall eine Waffe. So, Orange, das ist noch viel geiler, glaube ich. Wo ist es denn? Masamune. Etwas zwei Schwerter, die gleich heißen. Murasame ist es nicht, sondern Masamune. Hit-Expander, Triple-Ekstase, Präventivschlag und allgemeiner Konter, ja? Das ist doch nicht, das ist total Imba. Also die absolute Imbaness. Und was haben wir noch? Kimaris Waffe haben wir komplett. Longius. Hit-Expander, Triple-Ekstase, Doppel-AP und Ausweichkonter. Es ist unglaublich. Also, das hier sind die besten Waffen, die das Spiel zu bieten hat. Nein, würde ich so nicht sagen, aber auf jeden Fall mitunter die besten. Lord Zwiebel, wo ist er denn? Lord Zwiebel, wo ist er denn? Lord Zwiebel, da ist er doch. 0 AP und Doppel-Ekstase, ja. Da bringt momentan noch nicht so viel, weil, wie gesagt, nur eine Verstärkung. Bei ihr dasselbe, Doppel-Ekstase, 0 AP. Das wird noch besser, wenn die zweite Verstärkung kommt. Die mache ich aber momentan nicht dazu, weil kein Nerv auf 200 Blitze ausweichen. Obwohl es sich wirklich lohnen würde. Ich muss mal schauen, ob ich es irgendwann mache. Ich glaube, ich saufe mir heute noch einen und dann mache ich das. Ich hab nichts Hochprozentiges mehr da. Und Bier reicht da nicht. Ja, schade.
Ja. Gut, gehen wir erstmal zurück aufs Flugschiff. Das ist wirklich sehr schön. Und jetzt machen wir schnell noch das Vero-Brett fertig. Soweit wie es geht. Titus ist gleich durch. Da ist der letzte Teil von seinem Brett. Jawohl. Rapidschlag, der ist sehr gut, weil wir da... Das ist ein Schlag, da kommen wir schneller wieder dran. Also, das ist quasi ein schneller Schlag. Das heißt, Titus muss nicht ewig warten, bis er wieder dran ist, sondern ist schneller wieder dran. So, Yuna hat nur einen Schritt, das ist schade. Weil bei ihr demnächst auch Erzengel kommt. Oder? Was kommt hier? Erzengel? Jo, Erzengel. Und was haben wir da oben noch? Sanctus, Spiritus, Sanctus, Sancti. Nee, ach komm, ich bin kein Priester. So, ja gut. Das war's schon. Nee, hier noch. Also ich glaube, ich müsste definitiv erstmal wieder leveln, bevor ich den nächsten Fight angehe. Aber wir speichern erstmal und gucken uns mal die Story weiter an. Wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Denn wir haben ja hier einen Flugpunkt bekommen, der heißt die Geheiligte Brücke. Da bin ich absichtlich nicht hingeflogen als einziges, neben Omega-Ruinen, weil die sind tödlich. Und ja, die schauen wir uns jetzt mal an. Die geweihte Brücke. Okay, volle Kanne voraus, genau. Das sehe ich auch so. Ja, das kennen wir ja noch hier. Wundert mich eigentlich, dass ich nicht sofort... Ah, doch, ich werde sofort angegriffen, gut. Ich hätte mich auch gewundert. Infidel! Man, don't these guys ever give up? You regret showing your face here. We'll strike you down in the name of Yevon. Blah, blah, blah. Yeah, so guys... If they want to fight, let's give them one! Prepare to charge! Stop! Captain? Lady Yuna is not to be harmed. She's no traitor. That is an evil rumor spread by the Albed. What? Maester Micah himself told me. Then what are we to do? Stand down! As she says! What was that about evil, Albed? Truly, I do not understand it myself. All Yevon seems to be in a state of confusion. Why, yesterday, they called me out of the blue and made me captain of the guard. Short on believers? Yes, the chaos in the temples is worse than I'd imagined. It's horrible. And all the priests do is blame each other. I worry what will become of Yevon. But no! I must be the rock that stands against the swirling tides, right? Lady Yuna, I must tell you, your courage has been a great inspiration to me. Yeah, that's great, but we came here to see Maester Micah. Is he here? Yes, I shall arrange an audience. Kurzer Cut an dieser Stelle, sorry. Ich fand's ja gerade extrem geil, wie das alles wieder gedreht wurde. Die Albed sind immer, die sind die Bösen, das muss man mal so sagen. Also Albed böse. Zu genial. Kurzer Cut.